Wer in den PC- und Notebook-Markt einsteigen möchte, weiß, dass diverse Tech-Giganten wie HP, Acer oder Medion den Markt beherrschen. Nur wer so groß und mächtig ist, kann die Masse mit Geräten zum kleinen Preis bedienen. Ein unscheinbares Start-up aus den USA hat sich der Herausforderung angenommen und produziert sehr hochwertige, handgefertigte Desktops aus Holz sowie Notebooks und Server. Und wenn der Kunde im Mittelpunkt steht, möchte man natürlich auch ein Betriebssystem vorinstallieren, welches A. genauso außergewöhnlich wie die Hardware ist und B. so besonders wie der Kunde. Natürlich alles Open Source. Dieses Betriebssystem schauen wir uns heute genauer an. Auf der Download-Seite kann ich mich zwischen einer LTS-Version und einer aktuelleren Version entscheiden. Zusätzlich wähle ich dann das ISO aus, welches zu meiner Grafikkarte passt. Die Nvidia ISO enthält bereits alle proprietären Nvidia-Treiber. Dann wechseln wir mal fix in die virtuelle Maschine und schauen mal, was PopOS sonst noch für Überraschungen parat hat. Also, schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder sonntags, Zeit für Sonntags-OS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir PopOS. Und ich habe mir das ISO schon heruntergeladen, meine virtuelle Maschine gestartet und die ISO eingelegt und dann wird man auch sofort mit diesem Bildschirm begrüßt, wo ich nur eine Möglichkeit habe, nämlich Try or Install PopOS. Und ja, dann drücken wir mal Enter. Und schon ist alles auch geladen. Und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt mal ganz fix noch die Display-Einstellungen machen kann, bevor wir jetzt hier weitermachen. So, jawohl. Einmal anwenden und behalten. So, also wenn das Betriebssystem dann geladen ist, dann wird man mit diesem Bildschirm hier begrüßt. Das ist dann der PopOS Installer. Und ich könnte das Ganze jetzt auch abbrechen dann und dann erstmal PopOS so testen. Es ist ja im Prinzip schon vollständig geladen. Aber wir installieren das jetzt erstmal. Deutschland. Die Tastatur ist ebenfalls deutsch. Hier kann man dann auch gegebenenfalls nochmal Tasten testen. Dann einmal auswählen. Das ist die Standardtastatur. Und ich mache einen Clean Install. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, hier selber eine Partition durchzuführen. Wichtig ist, was hier unten steht, dass die Boot-Partition, also die EFI-Partition, mindestens 500 Megabyte oder Mebibytes groß sein muss. Das finde ich schon ganz schön krass, das ist schon ganz schön groß. Wenn man mal bedenkt, die Windows-Boot-Partition ist 100 Megabyte groß und bei sonstigen Linux-Betriebssystemen, Ubuntu und so weiter, da ist auch in der Regel reichen dort auch ja zwischen 150 und 300 Megabyte. Also ich weiß nicht, warum 500 Megabyte jetzt tatsächlich notwendig sind. Das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. So, ich wähle aber automatische Partitionierung aus, wähle dann die richtige Festplatte aus, löschen und installieren und dann geben wir hier einen Namen ein. Einmal Typ und Benutzername Typ. Dann ein sicheres Passwort für den Benutzertyp. Und hier habe ich jetzt auch die Möglichkeit, das gesamte Laufwerk zu verschlüsseln. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, besonders wenn du ein Notebook hast und PopOS aufs Notebook installierst. Ja, weil wenn du mit dem Notebook in der Uni bist, in der Schule oder überhaupt viel unterwegs, dann ist es immer ganz sinnvoll, dann entsprechend die Festplatte zu verschlüsseln, dass niemand an deine Daten kommt. Ich lasse die Verschlüsselung jetzt aber weg
Und das war's im Prinzip auch schon mit der Installationsroutine. Jetzt heißt es nochmal Teebeutel in den Tee titschen und abwarten, bis die Installation durchgelaufen ist. Und wenn die Installation vorbei ist, habe ich die Möglichkeit, den Rechner ja herunterzufahren, warum auch immer man das möchte, oder das Gerät neu zu starten. Und wir starten einmal neu. So sieht dann da der Anmeldebildschirm aus. Ich bin ein Pinguin, auch nicht schlecht. Ja, ist sehr schlicht gehalten und sehr minimalistisch. Das hat natürlich seinen Grund, denn schließlich soll PopOS auch auf einem sehr kleinen Notebook-Bildschirm sehr, sehr gut bedienbar und auch sehr, sehr gut sichtbar sein. Ja, deswegen finde ich die Designentscheidung hier wirklich wunderbar. So. Und hier sind wir bei dem Willkommensbildschirm. Und bevor es wieder losgeht, werde ich ganz fix die Bildschirmeinstellung wieder auf Full HD setzen. So. Okay. So, also wir haben uns eingeloggt das erste Mal und werden begrüßt in verschiedenen Sprachen mit den Worten Willkommen. So, auf Weiter habe ich jetzt hier nochmal die Möglichkeit, eine Tastatur einzustellen. Ich kann nämlich auch mehrere Tastaturen einstellen. Wir belassen es aber bei Deutsch. Und jetzt eine Neuerung bei dem PopOS ist, welches Layout ich denn haben möchte. Es gibt die Möglichkeit, PopOS ohne Dock zu verwenden, hier unten, so dass ich wirklich hier nur oben die Menüleiste habe. Oder ich nehme das Dock, welches sich auf die gesamte Breite der unteren Zeile bezieht, oder ich nehme das klassische Dock, welches nur bis zu den Logos so breit ist, so ähnlich wie man es zum Beispiel von Mac her kennt. Ja, also so, dass es sich nicht bis zu den Rändern ausbreitet. Ich lasse jetzt aber die Standardeinstellung, ich finde die gar nicht mal so schlecht, und gehe auf Weiter. So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit schon mal anzuzeigen, wie das Ganze hier oben angeordnet werden soll. Einmal gibt es den Aktivitätsbericht, den kann ich an- und abschalten. Das ist hier oben Workspaces heißt der. Ja, jetzt ist es aus, also das Workspace ist weg und an. Umgekehrt kann ich aber auch den Anwendungsstarter, also diesen hier, ebenfalls abschalten, wenn ich den dann hier nicht haben möchte. Zum Beispiel, weil ich den Anwendungsstarter hier unten auch habe. Ja, so. Auch hier lasse ich das Ganze aktiviert und diese Benachrichtigungsinformation bzw. auch die Uhrzeit kann ich jetzt einmal in der Mitte wie jetzt, aber ich kann es auch links oder rechts anzeigen. Rechts ist bei vielen eben sehr beliebt, weil man das irgendwie bei fast allen Betriebssystemen so gewohnt ist. Die Mitte ist quasi der neue Standard bei GNOME und deswegen lasse ich das auch so. So, hier werde ich darüber informiert, dass ich die Möglichkeit habe, ziemlich einfach und leicht zwischen verschiedenen Anwendungen hin und her zu wechseln und Anwendungen eben auch zu öffnen, und zwar durch Drücken der sogenannten Pop-Taste oder auch die Super-Taste. Im Prinzip ist das die Taste, wo das Windows-Logo bei den meisten drauf ist. Und dann öffnet sich im Prinzip ein Starter. Und hier wird dann auch angezeigt mit Control 1 steht hier zum Beispiel, Steuerung 1, welche Fenster denn gerade offen sind. Das können wir auch gleich mal testen. Ich werde jetzt hier mal schnell ein paar Fenster einfach öffnen. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Terminal und einen Dateimanager geöffnet und werde jetzt noch einmal die Pop-Taste drücken. Ich nenne sie einfach mal Pop-Taste heute in diesem Video. Ich werde die Pop-Taste drücken und sehe auch sofort, welches Fenster gerade das aktive Fenster ist. Das wird nämlich orange oder rötlich markiert oder gelblich-orange markiert. Und vor mir sehe ich dann auch, welche Fenster noch offen sind, aber ich kann mit Sicherheit auch noch andere Anwendungen öffnen, indem ich zum Beispiel bei Firefox eingebe und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, wenn ich die Festplattenbelegung möchte, kann ich da jetzt entweder mit der Maus hinfahren oder ich drücke einfach Steuerung
5. Wie man sieht, hat sich PopOS wirklich eine ganze Menge einfallen lassen, oder System 76 hat sich eine ganze Menge einfallen lassen, wie man das Betriebssystem GNOME so verwenden kann, wenn man eben keine Maus hat oder nur das Mauspad von Notebooks. Denn das ist auch so ein ziemlich großer Kritikpunkt, den ich habe, dass bei einem Notebook mit Mauspad schon ein bisschen schlechter oder schwieriger zu bedienen ist, als wenn man eine richtige Maus dann auch dabei hat. Und da wünscht man sich dann doch das ein oder andere Mal dann viel mehr Tastenkombination. Und ich finde, das ist wirklich hervorragend gelöst. Denn gerade bei einem kleinen Notebook einfach mal fix die Windows-Taste gedrückt bzw. die Pop-Taste gedrückt, dann einfach etwas eingegeben, was man eben so sucht. Ja, hier steht jetzt zum Beispiel Videos, vorletzte, und anstatt da jetzt ganz umständlich mit dem Mauspad hinzuscrollen, einfach Steuerung 7 gedrückt und dann öffnet sich der Video-Editor. Nicht Editor, Video-Player. Ne? So, und einmal schließen. Gut, wir gucken mal weiter, was das Willkommensfenster uns noch so schönes an Überraschungen zeigt. Ja, die Benutzung von Gesten, um die Navigation zu erleichtern. Oftmals ist es so bei vielen Herstellern, die Windows, also vielen Notebook-Herstellern, die Windows standardgemäß installiert haben, werden oft Treiber mitgeliefert, die dann entsprechend eine solche Gestensteuerung, ja, für Windows mitliefern. Da die Hersteller oftmals diese Treiber aber nicht, ja, freigeben, also Open Source freigeben, sind Linux-Nutzer dann durchaus immer hinten dran. Und ja, PopOS bzw. System 76 hat bei PopOS eben die Implementierung der Touchpad-Gesten direkt mit eingearbeitet, so dass man dann hier entsprechend sich auch mit den bis zu 4 Fingern, wie man hier sieht, dann entsprechend navigieren kann. Wie zum Beispiel bei 3 Fingern hoch und runter wischen bzw. 4 Fingern, dann kann man auch im Browser scrollen, so wie man das auch bei, ja, ich sag mal, Windows gewohnt ist. Kann ich natürlich jetzt hier nicht testen, weil das ja hier nur eine virtuelle Maschine ist. So, Ortungsdienste sind standardgemäß abgeschaltet. Das ist erstmal für mich auch in Ordnung so. Und meine Zeitzone, kann ich jetzt hier die nächstgelegene Stadt suchen. Und ja, Libyen wird mir hier vorgeschlagen. Ich sage jetzt auch mal, dass ich nicht in Libyen, sondern in Berlin bin. Und zwar Berlin, Deutschland. So, dann einmal weiter. Und hier kann ich mich dann noch mit diversen Online-Konten verbinden oder auch E-Mail-Konten schon anmelden, wenn ich das denn möchte. Und dann war's das auch schon. Das war der Willkommensbildschirm. Einmal auf Fertig und los geht's. Das erste, was man dann natürlich dann machen sollte, ist Updates. Das sieht man hier unten auch schon mit der Nummer 9. Das heißt, hier sind 9 Updates verfügbar. Und es ist eine ganze Menge. Einmal Betriebssystems-Updates und natürlich Anwendungs-Updates. Das werde ich jetzt hier ganz fix mal ausführen. Die Aktualisierungen sind durchgeführt worden, und wenn wir schon mal im Store sind, im Pop Store, ne, oder Pop Shop, dann können wir doch gleich mal einen Blick hier reinwerfen. So, machen wir mal ein bisschen größer. So, sieht sehr schön übersichtlich aus, in Kategorien angeordnet. Natürlich auch hier oben mit den sogenannten Pop Picks, also den empfohlenen Anwendungen, wie zum Beispiel Steam. Telegram kann ich hier installieren, aber auch eine Steam-Alternative, nämlich Lutris, Signal, ja, und noch vieles, vieles mehr. Was mich jetzt einfach mal ganz spontan interessiert, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Lutris gehe, sehe ich, wird das Lutris dann als Depp-Datei installiert. Das ist schon mal sehr interessant. Ich kann mal noch auf Telegram gehen. Auch hier ist es eine Depp, aber man kann hier auch Flatpaks auswählen. In einem meiner vergangenen Videos habe ich schon mal kurz was über Flatpaks erzählt, warum Flatpaks eben sehr gut sind, warum diese wirklich auch zu empfehlen sind. So, das kann man sich dann hier aber alles wunderbar, ja, aussuchen und entsprechend mal durchstöbern. Sehr, sehr schön, sehr, sehr übersichtlich.
Und ich glaube, dieses oder diese Anordnung und dieses Design habe ich schon mal gesehen. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war Elementary OS, wo das Ganze genauso angeordnet ist. Ich glaube, die haben das einfach aus Elementary OS ein bisschen übernommen. Was aber überhaupt nicht so schlimm ist. Dann wollen wir doch mal schauen, was denn so noch alles installiert ist. Dazu gehe ich einfach mal hier oben auf Anwendungen und sehe gar nicht allzu viel installiert. Das heißt, es ist gar nicht so vollgemüllt, sage ich mal, mit Sachen, die man vielleicht gar nicht braucht. Also es gibt dann den Standard-Dateimanager von GNOME, Einstellungen. Firefox ist der Standard-Webbrowser. Giri und Kalender und Kontakte, das Ganze im Zusammenspiel als ja, E-Mail- und Büroverwaltung. So als Office Suite ist natürlich LibreOffice installiert. Sehr schön. Gucken wir mal, in welcher Version. Ich nehme doch mal an, in der aktuellsten Version 7. Ich glaube, das können wir hier bei. Ach, hier oben bei Hilfe. Ja, ich habe leider falsch geöffnet gerade. Tabs schließen, so Hilfe über LibreOffice. Und jawohl, die Version 7.1.6.2. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Und der Pop-Shop. Dann haben wir noch einige Systemtools. Ich kann hier noch Sprachen hinzufügen oder entfernen. Festplattenbelegungen, Laufwerke kann ich hier ja verwalten. Das ist dann immer ganz gut, wenn man irgendetwas eingelegt hat, ein Laufwerk oder einen USB-Stick und man findet es nirgendwo, kann man hier bei Laufwerke das Ganze einfach manuell einhängen. Ja, dann hier würde ich hier vorne, oder wie hier jetzt zum Beispiel, da gibt es hier die Dateipartition 1, das ist hier die 522 Megabyte, das ist die EFI-Partition. Und wenn ich es denn wollte, könnte ich die jetzt einfach mal schnell einhängen. So, das machen wir natürlich jetzt nicht. So, was haben wir hier noch? Dann Energiestatistiken. Das ist sehr schön, wenn, weil, wie gesagt, das Betriebssystem ja hauptsächlich auch für Notebooks vorgesehen ist, wird dann hier alles zum Akkustand und zur Batteriequalität dann angezeigt. Und dann gibt es noch eine Passwortverwaltung, die ich hier ebenfalls starten oder die ich hier ebenfalls nutzen kann. Ja, OpenSSH-Schlüssel kann man hier verwalten, GNU-PG-Schlüssel, das finde ich sehr, sehr gut, dass man diese zentral verwalten kann. Ja, das so. Taschenrechner, ein Standard-Terminal, das Standard-GNOME-Terminal. Gedit ist das Textverarbeitungsprogramm. Wirklich ein sehr schönes Programm. Ich arbeite sehr gerne auch mit Gedit. Gut, aktuell nutze ich privat den Atom, ja, den ja, Atom-Editor, der ist ein bisschen vielfältiger, aber mal so für schnelle Notizen ist das Ganze wirklich der GNOME G-Edit-Editor wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, welche GNOME-Version haben wir denn? Achso, Wetter gibt es natürlich auch noch und hier gibt es auch noch ein bisschen Zeugs. Ja, die GNOME-Version haben wir gerade gesehen, ist die 3.38. Wir gehen mal schnell in die Einstellung rein bei Info ganz unten. Da sehen wir mal, das waren wir hier 3.38. Die aktuellste GNOME-Version ist ja die GNOME 40, was wahrscheinlich die Version 3.40 ist, aber die nennt sich ja mittlerweile 3 GNOME 40 oder sogar schon GNOME 41. Ich nehme mal an, dass in der nächsten, in dem nächsten großen Update auf die Version 21.10, die ja dann wahrscheinlich dieses Jahr noch kommen wird, dass dann auch auf GNOME 40 ja, hoch geupdatet wird. So, Fenstermanager ist diesmal X11, finde ich auch gut, persönlich sehr gut. Zumindest jetzt bei der Nutzung der virtuellen Maschine, bei Wayland da ein bisschen zickig ist, wenn man so schön sagt. So, ja, unser Einstellungsmenü ist natürlich sehr üppig. Man kann hier wirklich alles einstellen von VPN-Verbindung, Bluetooth, wenn man es dann hat. Man kann hier sämtliche Anwendungen nochmal direkt konfigurieren, ähnlich wie man es von Smartphones her kennt, wo man ja dann auch nochmal in den Einstellungen die Anwendungen im Menü selber ja, konfigurieren kann. Audio, ja, Batterie,
Energieeinstellung, was passiert, wenn ich den Deckel zumache, zum Beispiel vom Laptop, oder wenn ich die Power-Off-Taste drücke, was passiert dann, und so weiter und so fort. Dann kann ich hier Firmware-Aktualisierung durchführen. Das ist hier in der virtuellen Maschine natürlich nicht verfügbar, aber ich kann hier auch noch Nutzer hinzufügen, wenn ich nicht der einzige Nutzer an diesem Rechner bin. Gut, dann mit Rechtsklick auf den Desktop, auf den Schreibtisch, kann ich auch den Hintergrund ändern. Ja, wenn ich das Standard-Pop-Hintergrund jetzt nicht mehr haben möchte, sondern was Eigenes möchte, werden schon von der Installation her schon eine ganze Menge wunderschöner Desktop-Hintergründe mitgeliefert. Zum einen hier ebenfalls von System 76, der Cosmic-Hintergrund, aber auch eines der ersten Hintergrundbilder von PopOS, das war Unleash Your Potential, gibt's in der hellen und in der dunklen Version, wirklich sehr, sehr, sehr schön, oder ein paar Standard-Gnome-Hintergründe, gerade hier mit der mit dem Satelliten oder Raumkapsel und ein paar schöne Weltraumfotos, wenn ich das denn haben möchte. Ich nehme jetzt einfach mal ich nehme das Weltraumbild mit dem Pop-Logo, finde ich sehr, sehr schön. So, welche Kernelversion haben wir denn installiert? Das kriegen wir raus mit uname und dann -r. Und hier ist die 5.13, der Generic-Kernel 5.13 installiert. Und ich meine, das ist ein ziemlich aktueller. Ich glaube, wir sind sogar jetzt schon bei, wenn wir jetzt den bei den Rolling Release Systemen sind wir, glaube ich, schon bei 5.14.14 oder so. Können wir ja mal gucken bei kernel.org. Da können wir mich immer mal, ja, sage ich doch, 5.14.14. Das ist dann, wäre jetzt der aktuellste, der, wirklich allerneueste quasi. Und aber der ist auch wirklich super neu und wirklich super aktuell. Sehr schön. Gucken wir mal, ob NeoFetch drauf ist. Ist natürlich nicht. Dadurch, dass PopOS ein Fork von Ubuntu ist, kann man hier ganz normal die Ubuntu-Befehle verwenden. Also sprich, auch der apt-Paketmanager ist hier entsprechend schon drauf. Und damit kann ich sudo apt install und dann zum Beispiel NeoFetch einmal installieren, dann das Passwort reinhämmern und dann wird das Ganze auch installiert und dann ist das auch soweit fertig. So, bevor wir aber NeoFetch dann starten, gibt es jetzt noch einige Pop-Besonderheiten. Dazu öffne ich jetzt einfach mal ein paar Fenster. Genau. So, und zwar gibt es hier oben ein kleines Symbol. Wenn ich da drauf klicke, öffnet sich dieses Menü zum Thema Teil Windows. Das ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, was jetzt zwar schade, aber gar nicht so schlimm ist. Wenn ich das aktiviere, werden alle Fenster in Kacheln angeordnet. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, hier ist jetzt das aktive Fenster. Wenn ich jetzt wissen will, welches das aktive Fenster ist, kann ich auch hier einfach aktivieren und dann sehe ich, welches gerade das aktive Fenster ist. Und dann kann ich zum Beispiel mit der Pop, also der Supertaste Pop T, kann ich zum Beispiel noch ein neues Terminalfenster öffnen und das setzt sich dann direkt drunter. Wenn ich das jetzt nochmal mache, setzt er das im Prinzip ähnlich wie bei einer, bei einem Fibonacci immer wieder daneben, quasi wie ein richtiger Fenstermanager, könnte man tatsächlich sagen. So, ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen schließen. So, und das ist so das erste große Ding, was wirklich toll ist. Denn gerade auf kleinen Notebook-Bildschirmen ist durchaus schon wichtig, dass die Fenster dann gut angeordnet sind. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man 3, 4, 5 Fenster offen hat und man einfach auch nicht mehr hinterherkommt oder mit dem Touchpad da immer am Hin- und Herschieben ist. Und das ist alles semi-schön. Und ja, deswegen kann man hier auch mit der Pop-Y-Taste, also
die Pop-Taste und die Y-Taste, kann man zwischen den Floating Mode, das ist hier, wenn die Fenster so fließen und floaten, und eben dem Tiling Mode, also diesem gekachelten Modus, hin und her wechseln. So, wenn der Bildschirm allerdings noch kleiner ist, es gibt ja auch so diese 13 Zoller, gibt es auch die Möglichkeit, Fenster zu stapeln. Und das nennt sich Stacking. Wenn ich die Pop-S-Taste drücke, dann kommt hier oben so ein Menü. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, Fenster zu stapeln. Ich kann jetzt hier einfach mal Pop-T nochmal ein neues Terminalfenster einfach öffnen. Und dann sehe ich, dass ich hier quasi entsprechend gestapelt habe. Hier, jetzt habe ich es. So, da kann ich zum Beispiel hier mal LS einfach nur eingeben und dann hier halt irgendwas anderes. Ja, zum Beispiel hat -RC. So, dann habe ich jetzt hier mal zwei verschiedene Outputs. Ja, dass man auch sieht, das sind zwei verschiedene Fenster. Und mit der mit Pop und links-rechts Pfeil, mit Pop und den Pfeiltasten kann ich dann zwischen diesen Tasten, zwischen diesen Fenstern oder Reitern auch einfach hin und her wechseln. Und das ist wirklich absolut top, denn wie gesagt, auf ganz kleinen Bildschirmen ist möglicherweise auch das Fenster-Tiling wird dann oft ziemlich eng auf diesen kleinen Bildschirm. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, die Fenster entsprechend zu stapeln, dann ist das echt wunderbar. Was gibt's also abschließend zu PopOS noch zu sagen? Mein Fazit ist, PopOS ist absolut geeignet für Anfänger und sehr erfahrene Leute, die ein zuverlässiges, stabiles Betriebssystem benötigen und vor allem mit hohen Qualitätsansprüchen. Und System76, das Unternehmen hinter PopOS, denke ich mal, wird durch seine nischigen Produkte, seine qualitativ hochwertigen Produkte auch noch viele, viele Jahre am Markt bleiben und weiterhin an einem wirklich sehr, sehr hochwertigen Produkt wie PopOS arbeiten. PopOS ist sehr gut geeignet für Notebooks, auch für Notebooks mit sehr kleinem Bildschirm. Allerdings sollte dieses Notebook doch schon ein paar gute Spezifikationen vorweisen, also sehr, sehr alte Geräte mit sehr langsamen Prozessoren oder wenig RAM-Speicher werden mit PopOS deutlich zu kämpfen haben. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit PopOS beim Ausprobieren und hört nicht auf alles, was irgendwelche Leute im Internet sagen, denn ich bin ja auch nur so ein Typ im Internet.